Caroline Kögel schafft Kunst, die faszinierende Strukturen aufweist und oft aus Verpackungsmaterialien bestehen, mit der Absicht, Landschaftsbilder entstehen zu lassen. Für ihre Vernissage verwandelte sich das Schwechater Rathaus in einen Ausstellungsraum der besonderen Art. Caroline Kögels Kunstwerke beinhalten Materialien, die faszinierende Strukturen aufweisen. Sie bestehen meist aus Verpackungsmaterialien, Karton, Drähten, Schnüren oder Plastik. Die Einzelteile werden bearbeitet, verändert und in neue Motive verwandelt, mit der Absicht, Landschaftsbilder entstehen zu lassen. Ausstellen ist jetzt nicht also für mich etwas ganz Neues, also ich mache das eh schon sehr lang, aber es ist immer wieder ganz frisch und neu, wenn man dann eine Vernissage hat, dass man wartet. Das ist die Aufregung vom, eigentlich das Warten ist eigentlich das Einzige, wo man ein bisschen Lampenfieber hat sozusagen. Es ist ein gutes Gefühl. Das ist wichtig. Wie finden Sie die Location hier im Rathaus? Wie ist es hier, die Bilder zu sehen? Also es ist eine sehr große Räumlichkeit. Also ich habe viel Platz gehabt oder habe immer noch viel Platz für die Bilder. Und jedes Bild hat hier auch den Raum, den es verdient sozusagen. Also ein bisschen, es ist nicht sehr so eng, sondern ja, groß einfach. Und das ist mir auch wichtig, weil ich habe auch größere Formate und die wirken dann auch viel mehr, wenn sie dann auch Platz haben. Sie müssen auch wirken, weil sie brauchen den Raum. Sie brauchen den Raum. Mich spricht eben auch an die Idee, die die Caroline Kögel versucht auszudrücken oder sehr gut ausdrückt, eben zu kommunizieren über die Bilder, ihre eigene Kreativität, ihre Affinität eben mit Kunst hier zum Ausdruck zu bringen und das überspringen zu lassen eben auf den Betrachter, der selbst, so wie sie eine eigene Welt kreiert, auch seine eigene Welt kreieren kann. Und so kommuniziert man in einer Art und Weise. Und es sind eben zum Teil Landschaften, die abstrakt mit ganz verschiedenen Materialien ausgedrückt werden. Es ist wieder ganz etwas anderes. Es ist bunt, es ist farbenfroh. Es sind unterschiedliche Materialien, die hier zum Einsatz kommen, ist einfach das Gesamtwerk, das mir gut gefällt. Die Künstlerin konfrontiert ihre positiven und negativen Erfahrungen, lässt sie malerische Taten folgen und möchte somit Hindernisse durchbrechen. Hat da jedes ihrer Bilder eine Geschichte dahinter? Ja, Geschichte nicht immer, aber auch also auf jeden Fall eine Emotion. Und ja, die transportiere ich dann so ins Bild rein, versuche mein Bestes, das auch rüberzukriegen, was ich mitteilen möchte. Und es ist auch überhaupt kein Problem, wenn man nicht das Gleiche als Betrachter erlebt, wenn man es anschaut, wie ich. Ja, ich höre mir gerne das Feedback an und ja, freue mich auf jedes, auf jede positive Nachricht natürlich. Ja. Ich finde das heute eine sehr interessante Ausstellung. Es ist ja eine mehrdimensionale Ausstellung. Es sind ja verschiedene Materialien, die hier verarbeitet wurden. Ich finde es total spannend, mir die Techniken anzuschauen. Sind Sie denn selber auch ein Kunstliebhaber? Ich bin eine Kunstliebhaberin, tatsächlich, das bin ich. Ich bin nur keine Künstlerin, das heißt, ich komme sehr gerne, ich schaue es mir sehr gerne an, ich bewundere diese Dinge alle und vor allem auch die Künstler, die das alle auch so wunderbar hinbekommen. Also ich finde das wirklich sehr bewundernswert, wie man das auch so hinbringen kann, dass es tatsächlich auch eine Aussage ist, dass man sich damit auseinandersetzen kann, dass es eine Reflexion auch darstellt. Und ich glaube, das ist auch genau das heute, was uns die Künstlerin hier mit ihren Bildern auch darstellen möchte und zeigen möchte. Meine Absicht ist es, Kommunikation zu erschaffen, die Wirkung erzielt und die schließlich einen Austausch hervorruft, sagt Caroline Kögel. Aus der Vernissage zu gehen und sagen, ja, ich habe etwas gesehen und das war vielleicht auch recht farbenfroh, und es hat mich sehr angesprochen, dass es wäre natürlich super, wenn das Publikum auch so sagt, für sich selber auch. Also einfach ein positives Gefühl mit nach Hause nehmen. Die Ausstellung ist im Rathaus Schwechat während der Öffnungszeiten zu besichtigen. Musik